Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Namen meiner Fraktion zunächst die besten Genesungswünsche an Christian Lindner. Ich glaube, es zeigt sich, wenn man Nächte durchverhandelt, ist das nicht förderlich für die Gesundheit, aber es ist gut für die Demokratie. In diesem Sinne im Namen der SPD-Fraktion gute Besserung, Christian Lindner. Und Herr Mittelberg, ich verstehe irgendwo den Frust, den Sie auch wieder in diese Rede gelegt haben. Ich meine, Sie haben in den letzten Wochen ja alles auf eine Karte gesetzt, mit Superlativen gegen die Ampelkoalition. Alles Trickserei, alles schlecht, alles verfassungswidrig, alles falsch. Ihr destruktiver Populismus ist gescheitert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben versucht, durch Ihre destruktive Art diese Ampel kaputt zu reden. Sie haben versucht, damit beizutragen, dass die Verhandlungen scheitern. Wir haben seriös in den letzten Tagen das Urteil sondiert, und wir sind zu Ergebnissen gekommen. Damit haben Sie nicht gerechnet. Ihr Plan ist gescheitert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, regen Sie sich auf. Ich meine, Otto Fricke hat ja den Antrag gerade zur Hand genommen. Ich habe die Worte vom Friedrich Merz noch im Ohr, als er Saskia Esken hier angegriffen hat vor zwei Tagen. Und jetzt schreiben Sie einen Antrag von Tricksern und Täuschern, von Erschleichen, von Kreditermächtigung und von einer heuchlerischen Art der Ampel. Ich finde, die Sitzordnung in diesem Parlament ist sehr richtig gewählt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch das, was Sie gerade ausgeführt haben zum Nachtragshaushalt. Sie fangen ja schon wieder an mit alles verfassungswidrig. Ich will Ihnen nur vorlesen, was Ihr eigener Sachverständiger, Herr Kobe, der übrigens auch noch Ihr Prozessvertreter in Karlsruhe war, in der Sachverständigenanhörung gesagt hat. Frau Präsidentin, ich zitiere aus der schriftlichen Stellungnahme: Die in den vorliegenden Gesetzentwürfen vorgesehenen Maßnahmen stellen sich im Ganzen als nachvollziehbare Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 und darüber hinaus auch als nachvollziehbarer Nachtrag zum Bundeshaushalt aus der Perspektive der gegenwärtigen Haushaltssituation dar. Zitat Ende. Damit ist alles zu dem gesagt, was Sie gerade hier ausgeführt haben. Und die destruktive Art endet hier ja nicht. Fangen Sie doch endlich mal an, in der Arbeitsgruppe zum Wachstumschancengesetz mitzuarbeiten. Bringen Sie sich ein. Wir haben ein großes Paket vor, um die Wirtschaft in diesem Land zu stärken. Sie verweigern sich der Mitarbeit. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Die linke Fraktion hat sich hier schon aufgelöst, und trotzdem haben wir die wirtschaftsfeindlichste Opposition, die wir je in diesem Parlament hatten. Das geht doch so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch was. Ich verstehe, dass das wehtut, wenn man in den Spiegel gucken muss. Ich will was zum Krieg in der Ukraine sagen, weil ich finde, das bekommt hier gerade ein bisschen Schlagseite in der Debatte. Und ich will es für meine Fraktion unmissverständlich und deutlich sagen: Wenn auf dem europäischen Kontinent ein Krieg ist, wenn ein Mensch wie Wladimir Putin meint, seine Machtinteressen über die Integrität von Staaten stellen zu können auf dem europäischen Kontinent, dann ist das nie eine Normalsituation. Es darf nie eine Normalsituation für uns werden. Wir dürfen uns dem nie unterwerfen. Wir müssen dem immer entschlossen entgegentreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es doch ehrlich zu sagen, dass das eine außergewöhnliche Notsituation ist, und sich offen zu halten, künftig auch die sich daraus ergebenden Schlüsse zu ziehen. Denn eins wollen wir nicht und werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht zulassen. Da können Sie sich gleich wieder aufregen. Wir werden nie die äußere Sicherheit in Gegensatz stellen zur inneren oder zur sozialen Sicherheit. Wir werden nie in unserer Solidarität zur Ukraine bei den Armen, bei den Kindern oder bei den Rentnern sparen. Das ist nicht unser Politikansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil ja dann auch immer kommt, die Zeitenwende würde verpuffen, da wäre nichts nachgekommen. Ich will Ihnen nur zwei Zahlen sagen. Allein in diesem Jahr hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 25 Millionen Rüstungsvorlagen beschlossen, so viel wie nie zuvor. 63 Milliarden Euro des Sondervermögens, fast zwei Drittel sind mittlerweile gebunden. Das sind nicht nur Worte, das sind Taten, und auch das unterscheidet uns wieder von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und abschließend, weil wir ja nicht nur abstrakt über einen Nachtragshaushalt sprechen, sondern auch darüber, was wir im letzten Jahr gemacht haben, was wir in diesem Jahr gemacht haben, will ich es noch einmal deutlich sagen. Wir bleiben dabei, das Ausbringen der Gaspreisbremse war richtig. Wir bleiben dabei, das Ausbringen der Strompreisbremse war richtig. Wir bleiben dabei, den Menschen im Ahrtal zu helfen, war richtig. Wir bleiben dabei, neue Wege der Versorgung mit Energie aufzubauen, war und bleibt richtig. Und weil das alles richtig war und richtig ist, ist es auch konsequent, heute die sich daraus ergebenden Entschlüsse zu ziehen und heute diesem Nachtragshaushalt zuzustimmen. Wer das anders sieht, der möge heute dagegen stimmen. Wir stimmen dafür, weil wir alles das richtig finden. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Peter Böhringer.